ganz besonders im Mittelpunkt, nämlich Martin Hieden. Für ihn ging es sozusagen um das Sprungbrett nach Belfast. Er spielte gegen Mario Haas und stand dabei unter besonderer Beobachtung von Teamchef Herbert Prohaska. Und weil Hermann Stessel vor 11.000 Zuschauern nur einen Manndecker braucht, sitzen die alten Freunde Leo Leiner und Hermann Stadler auf der Tribüne, auf der Ersatzbank bei den Salzburgern auch Jurcevic, Hasenhüttl und Winkelhofer. Bei den Grazern fehlt nur der verletzte Hörmann. Sie können in stärkster Besetzung antreten. Und ein Fehler von Hieden in dieser ersten Minute gleich vom Anpfiff weg und Otto Konrad rettet bei dieser ersten Angriffsaktion von Sturm Graz. Rudi Quemberger rechts neben Salzburg-Trainer Hermann Stessel. Ein Spiel mit hohem Tempo beginnt. Guter Trick von Eigner, der rechts im Raum spielt. Und erste Freistoßmöglichkeit jetzt für Casino Salzburg. Gorjup im Tor von Sturm Graz. Auch einer der verlässlichsten Schlussleute der Bundesliga. Eigner. Der Ball kommt jetzt zu Adi Hütter, der links im Raum immer wieder auf Markus Schopp, den jungen, erfolgreichen Teamspieler, trifft. Mladenovic. Und eine gute Parade von Gorjup. Hier noch einmal in der Wiederholung. Und ab diesem Moment beginnt in Salzburg-Lehn im Stadion eines der besten Spiele, das man hier auf dem Rasen gesehen hat. Wieder Otto Konrad. Er ist locker und gelöst, hat auch Übersicht. Weiter Auswurf auf Kotzian. Das alles in den ersten 7 Minuten. Kotzian verfolgt von Markus Schopp. Noch immer der trickreiche Kotzian. Gute Flanke. Und abgewehrt von Michael Gruber. Und Bosenik, der immer wieder aus dem Mittelfeld kommt. Und wieder Gorjup. Jantschula, einzige Spitze bei den Salzburgern. Aber es kommen auch immer Bosenik, dann Eigner und die Flügelleute wie Hütter und Kotzian mit nach vorne. Hier die gute Parade von Roland Gorjup. Sehr viele energische Zweikämpfe im Mittelfeld. Hier Michael Gruber, Mario Haas nicht offside, wie hier reklamiert wird. Hieden eilt herbei und wieder rettet Otto Konrad. Er macht wieder einen gelösten, einen sehr sicheren, vor allem selbstsicheren Eindruck. Ruhig wie immer Hermann Stessel. Was wird sich hier entwickeln? Mladenovic mit vielen guten Szenen zu Beginn. Peter Artner, der hinten aufräumt vor Libero Feiersinger und vor Manndecker Hieden. Und wieder ein guter Kopfball, eine gute Möglichkeit für Mladen Mladenovic. Und das Hände zusammenschlagen sagt alles. Er hätte sich so gerne ein Tor gewünscht. Es wäre wichtig, das erste Tor in diesem Spiel zweier ausgeglichen kämpfenden Mannschaften zu schießen. Melich, guter Pass, wieder auf Haas. Er hudelt hier ein bisschen und Sie haben es ja gesehen. Herr Mario und der 21-Team-Stürmer schießt drüber. Wirklich ein gutes Spiel. Osim mit der Zigarette und immer wieder nicht ganz zufrieden, wie es auch seine Art ist. Er will einfach mehr. Er will, dass eine Serie von 14 Mal nicht siegen können gegen Salzburg in diesem Spiel zu Ende geht. Wieder Hütter. Die Grazer hätten gute Aussichten, hier ungeschlagen davonzukommen, denn in den letzten 3 Spielen wurden sie nicht besiegt. Hier hätte es wieder den Führungstreffer gegeben. Wieder Mladenovic, wieder eine gute Flanke auf den Mittelfeldspieler. Verhüllt ein Haupt. Es war wieder eine Riesenmöglichkeit. Aber er hat sich diese Möglichkeiten auch mit sehr viel und guter Laufarbeit erarbeitet. Da hätte er genauer köpfen können. Vor allem, wenn man in der ersten Division spielt. Michael Gruber. Vettel. Libero Feiersinger, der ja auch für das Nordirland-Spiel als Libero in Frage kommt. Wieder Gruber. Die Grazer bestechen mit ihrem direkten, guten Spiel, mit überraschenden Passes wie Vastic zu Melich. Und der Ex-Sportclub und Innsbruck-Spieler hat hier sich in Getümmel Zeit gelassen, hat gute Nerven bewiesen, aber doch daneben gepasst. Mladenovic konnte ihn hier nicht halten. Konrad hat hier Glück, wäre aber vielleicht in der Ecke gewesen. Jetzt wird der Hermann auch ein bisschen nervös. Die Grazer in den Kontern immens gefährlich. Pfeifenberger wieder mit sehr viel Laufarbeit, hier für Hütter. Jürg Jantschuler, der sich wenig durchsetzen kann. Pfeifenberger kommt hinzu, auch Milanic. Und Schiedsrichter Schüttengruber gibt hier 11 Meter. Trotz aller Proteste auch von Gorjup. Hier noch einmal. Attacke von Milanic am Pfeifenberger. Es gibt 11 Meter in der 31. Minute und Pfeifenberger tritt selbst an. Gorjup hat keine Chance, das 1:0 für die Salzburger, die vehement in dieses Spiel gegangen sind. Eine glückliche, aber doch verdiente Führung für Casino Salzburg.
Ja, noch einmal Pfeifenberger täuscht dort. Nun müssen die Grazer kontern. Nun müssen sie selbst das Spiel zu machen versuchen. 1:0, dieses Spiel auch zur Pause. Mladenovic. Wieder Fehler. Es lassen auch die Kräfte nach. Nach der enormen Laufarbeit Mario Haas und wieder Otto Konitz. Er bestechend sich. Jetzt wird Osim nervös. Er weiß, die Grazer müssen ein Tor schießen, wollen sie in diesem Spiel bleiben. Viele verkrampfte Versuche, da hätte Schiedsrichter Schüttengruber Eckball geben müssen. Freude bei Otto Konrad, Sie sehen es, er nimmt das Ganze gelassen. Aufregung hat es bei Osim gegeben nach dieser Schiedsrichterentscheidung. Auch die Grazer Spieler haben heftig protestiert, aber das Spiel ist schnell weitergelaufen. Gute Laune von Konrad, verständlich, er führt ja 1:0 und noch ein Abstoß für ihn. Dann Wechsel, Rheinmeier kommt statt Gruber. Es soll also mehr Offensive ins Spiel von Sturm Graz kommen. Wie gesagt, 14 Mal konnte man gegen Salzburg nicht gewinnen, auch zuletzt daheim nicht. Wieder Kozian, kurz abgewehrt. Die Mittelfeldspieler und Seitenläufer der Grazer mit sehr viel Laufarbeit. Hier hat aber Schopp einen Fehler gemacht. Jancula fällt hier spektakulär zu Boden. Sie sehen, Schiedsrichter Schüttengruber deutet weiter. Kein Foul. Offenbar hat er eine Schwalbe gesehen. Schneller kommt der Grazer, die jetzt immenses Tempo machen und immer wieder gefährlich nach vorkommen. Gute Chancen haben, wie hier durch Melich. Attacke von Aigner. Er fällt über das Bein von Aigner. Und Melich protestiert vehement, Elfmeter auch in dieser Situation. Schauen wir uns das Ganze an. Hier zuvor die Schwalbe, man sieht es genau von Jancula. Richtige Entscheidung von Schiedsrichter Schüttengruber. Hier die Attacke von Aigner, spielt den Ball. Aber jetzt lässt er das Bein stehen. Klar fällt Melich darüber, aber Schüttengruber gibt keinen Elfmeter. Machen Sie sich bitte selbst Ihr Bild. Es wird natürlich violett salzburgerisch oder schwarz-grün steirisch gefärbt sein. Dann ein guter Pass von Prosenik auf Jancula, aber doch etwas zu weit. An und für sich eine gute Aktion. Jancula bis jetzt farblos, kann sich nie von Milanic oder von Neukirchner den Manndeckern lösen. Haas, Vettel völlig allein. Ist das der Ausgleich? Wieder Otto Konrad. Herrliche Szenen. Und dann wird Otto Konrad wild. Er beschwert sich beim Mladenovic, dass er nicht genau deckt. Er will hier keinen Verlusttreffer hinnehmen. Hier noch einmal. Mladenovic steht ziemlich weit weg von Vettel, der ja aus dem Mittelfeld immer wieder gefährlich nach vorstößt. Und nur einer bleibt ruhig im Gegensatz zu seinem Tormann. Sie haben es ja gesehen. Hermann Stetzel. Feiersinger mit einer tadellosen Partie als Libero. Prosenik, der mit Verlauf des Spieles durch seine Konditionsstärke immer mehr ins Spiel kommt. Und wieder Mladenovic. Wieder eine Kopfballmöglichkeit für ihn. Zu viele Kopftore hat er geschossen, denkt sich auch hier offenbar der Otto Konrad. Und heute bringt der Mladen einfach nichts hinein. Zu voll mit dem Kopf getroffen, nicht mit der Stirn daneben. Jancula. Prosenik. Volleyversuch von Mladenovic. Er probiert es wirklich mit allen Mitteln, aber heute hat er kein Glück. Und durch die immense Laufarbeit nehmen bei einigen Mittelfeldspielern schon langsam die Kräfte ab. Bei ihm, bei Melich. Und es wird dann zu Wechsel auch in dieser Hinsicht kommen. Wieder Vettel. Guter Schuss von Haas. Hat er Pech gehabt. War eine gute Konteraktion der Grazer jetzt. Können auflegen, aber er hat seine Chance selbst nützen wollen. Der Ball ist auch richtig hinuntergefallen, schussgerecht gekommen und Haas hat wirklich gut geschossen, aber Sie haben es ja auch gesehen, hier drüber. Jetzt geht auch Tschernischow, der Libero, mit nach vor. Die Grazer kämpfen wirklich beherzt und bewundernswert um den Ausgleich. Schopp. Noch immer Schopp. Massierte Salzburger Abwehr und in die Mauer schießt hier Vettel. Ich glaube, es war Peter Adner, den er hier getroffen hat. Kommt er jetzt durch Feiersinger, den Libero. Ich sage, eine tadellose Partie des Salzburgers. Aber vor dem 16er der Grazer versanden viele Angriffe durch etwas ungenaue Passes. Die Effizienz vor dem Tor fehlt und das bemerkt auch der Salzburger. Wieder Angriff der Grazer. Viele Zweikämpfe jetzt im Mittelfeld. Jancula, Hütter, wieder mit einer überzeugenden Leistung.
Aigner. Guter Schuss. Und Konrads gegenüber Goriop ebenso mit einer fehlerlosen Leistung. Also beide Torhüter, die machen es den Stürmern und Mittelfeldspielern äußerst schwer. Die Schlussminute. Noch immer die Grazer vehement im Angriff. Versuchen alles, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. 91. Minute, die Überspielzeit. Vettel freigespielt von Bastic. Und da ist dieser, man muss sagen, verdiente Ausgleich in der Überspielzeit. Pfeifenberger reklamiert Offside, aber Sie werden es in der Wiederholung sehen. Kein Offside. In dieser Phase, in den letzten Minuten des Spiels, standen die Salzburger Verteidiger einfach zu weit weg vom Gegner und haben so die Freude der Grazer ermöglicht. Ausgleich hier, noch einmal Pass von Vastic auf Vettel, der sich hier löst, die Abwehr bleibt stehen. Und unter Konrad 1:1. Verdienter Ausgleich, gerechtes Remis. Dann wird noch ein Ordner, der die Grazer Fans beruhigen will, selbst auf das Gitter kraxelt. Von diesen heruntergetreten, muss ins Spital eingeliefert werden. Unrühmlicher Ausgang, aber ein gerechtes Remis bei diesem Spitzenspiel. Über die 90 Minuten hin ein sehr guter Fußball geboten, wo man auch daran glaubt, dass man auch schaffen. Wir haben ein dummes Tor bekommen, einen Elfmeter, den ich glaube, ja, er kann ihn geben, aber er muss nicht. Aber wir haben sicher nicht aufgegeben über die 90 Minuten, wir haben weiter gekämpft, wir haben unsere Möglichkeiten gehabt. Und Gott sei Dank, die letzte haben wir genützt und ich glaube, das war ein verdienter Ausgleich. Dem Motto, verlieren verboten, sind also die beiden Mannschaften treu geblieben. Aber ob es ihnen etwas nützt, auf dem Totoschein jedenfalls Spiel 2, 1:1 und Tipp X. Und in Salzburg begrüße ich jetzt den Peter Artner. Guten Abend, schön, dass Sie da geblieben sind. Grüß Gott. Peter Artner, Sie haben sich sehr geärgert bei diesem Ausgleich in der letzten Minute. Trauern Sie diesen beiden Punkten sehr nach? Ja, auf jeden Fall, denn wir hatten heute die Möglichkeit, Boden gut zu machen, denn die ganze Runde hat eigentlich für uns gespielt. Wenn wir heute gewonnen hätten, dann hätten wir sicher Boden gut gemacht. Peter, warum diese Unkonzentriertheit am Ende? In erster Linie möchte ich einmal sagen, dass es ein sehr schönes Spiel war von beiden Mannschaften, sehr temporeich. Es war auf internationalem Niveau, es waren auf beiden Seiten sehr viele Torchancen. Darum glaube ich, war auch das Unentschieden irgendwie gerecht. Aber nur wenn wir so lange führen, bis zur 90. Minute 1:0 und wir so viele Konterchancen haben, wo wir zu dritt, zu viert auf zwei Gegenspieler laufen und dann diese Chancen stümperhaft vergeben, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir im Endeffekt noch das 1:1 bekommen haben. Der Arnold Vettel hat gemeint, der Elfmeter war zumindest umstritten. Wie haben Sie denn die Situation gesehen? Nein, das sehe ich überhaupt nicht so, denn es wurde von hinten ganz klar in die Beine getreten und daher war es für mich ein ganz klarer Elfmeter. Hier haben wir die Situation noch einmal eingespielt bekommen. Auch aus dieser Perspektive ist es nicht ganz klar zu sagen, aber wenn Sie sagen, es war ein Elfer aus Ihrer Sicht, dann glauben wir das einmal. Sie persönlich, haben Sie Ihre Verletzung jetzt endgültig überwunden? Ja, mir geht es jetzt sehr gut. Ich habe auch jetzt in letzter Zeit sehr viele Trainingseinheiten hinter mir, habe auch Trainingsspiele hinter mir und auch in der Meisterschaft bin ich wieder voll dabei und habe keine Schmerzen mehr. Also ich habe das Ganze jetzt Gott sei Dank überwunden. Jetzt werden Verteidiger gesucht für das entscheidende Europameisterschaftsqualifikationsspiel gegen Nordirland in Belfast. Glauben Sie, dass Sie dabei sind? Auf jeden Fall, wenn ich jetzt wieder in den nächsten Runden gute Leistungen bringe, ich gehöre zum Stamm der Nationalmannschaft, dann hoffe ich doch, dass ich auch wieder einberufen werde. Kehren wir noch einmal zu Salzburg zurück. Im Augenblick läuft es nicht so rund, wie man es bei den Salzburgern in den letzten Saisonen gewohnt war. Warum? Naja, wir haben einige Probleme von der Abstimmung. Wir sind nicht mehr so kompakt wie früher. Wir haben eigentlich jetzt schon so viel Gegentore bekommen, was wir normal in einem ganzen Jahr bekommen. Und darüber müssen wir diskutieren, dass es wieder besser wird. Aber wir machen Fortschritte und man hat es auch heute gesehen, auch wenn wir unentschieden gespielt haben, haben wir eine sehr gute Leistung gebracht. Danke vielmals, Peter Artner, dass Sie gewartet haben. Bitte. Und alles Gute für die nächsten Spiele und vor allem auch, wenn Sie in die Nationalmannschaft einberufen werden. So, was kommt bei uns noch? Es kommen noch zwei.